In diesem Video teste ich Windows on ARM auf dem zurzeit schnellsten erhältlichen ARM-Notebook, dem lüfterlosen Lenovo ThinkPad X13s mit dem Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. Zwei Wochen lang habe ich das Teil als Hauptarbeitsrechner genutzt und ehrlich gesagt war ich ziemlich hyped, weil ja schließlich die aktuellen Apple-Rechner zeigen, wie schnell und effizient die ARM-Architektur sein kann. Ich hatte damals ja schon mal ein Video dazu gemacht. Der Apple M1 bläst Intel-Prozessoren in vielen Disziplinen ziemlich weg. Ja, und jetzt das Ganze nochmal unter Windows mit ARM, dachte ich. Ja, nee, die Leistung von dem Ding ist nicht nur enttäuschend, sondern in einiger Hinsicht sogar katastrophal. Das X13s kann zum Beispiel einfach keinen Videoschnitt und zwar wirklich einfach nicht. Also es läuft keines der relevanten Programme. Nicht Adobe Premiere, nicht DaVinci Resolve, nicht mal Kdenlive habe ich vernünftig zum Laufen bekommen. Geht einfach komplett nicht. Bei einem Rechner für über 2100 Euro. What? Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Ihr könnt mit NordVPN viele praktische Dinge machen, zum Beispiel Geld sparen. Wollt ihr zum Beispiel einen Flug oder Mietwagen buchen, beeinflusst der Ort, an dem euch die Buchungswebsite vermutet, häufig den Preis. Da kann ein Mietwagen schon mal ein paar hundert Euro weniger pro Woche kosten, wenn ihr euch mit NordVPN einfach irgendwo anders hintunnelt. Mit dem NordVPN-Client könnt ihr mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren. Exklusiv über nordvpn.com/ct3003 bekommt ihr Rabatt aufs 2-Jahres-Paket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es doch nicht gebrauchen könnt, ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Werbung Ende. Das hier ist das Lenovo ThinkPad X13s. Die ThinkPads sind ja neben MacBooks die wohl bekannteste Notebook-Marke der Welt. 1992 kam das erste ThinkPad raus, damals noch von IBM. 2005 hat Lenovo die Marke übernommen. Ja, und ich würde so weit gehen und sagen, dass das die ikonischen Windows-Notebooks sind. So ein ganz kleines bisschen uncool, aber durch dieses kastige, ungestylte dann auch wieder doch cool. Auf jeden Fall absolut robuste Arbeitstiere. Und mit diesem roten Mauszeiger-Nupsi hier erkennt man die halt auch auf Anhieb. ThinkPads waren immer x86-Architektur, doch nun gibt es mit dem X13s das erste mit ARM, also der Prozessorarchitektur, die heutzutage auf quasi allen Geräten außer den meisten Windows- und Linux-Rechnern läuft, also Smartphones, Tablets, Fernsehern, Raspis, VR-Headsets. Und ARM galt ja jahrelang immer als die energiesparsame Architektur für die kleinen Geräte. Aber seit Apple auf ARM umgestiegen ist und sogar seine fetten Studiorechner damit ausrüstet, ist klar, dass ARM auch bei leistungshungrigen Anwendungen das Potenzial hat, x86 ziemlich alt aussehen zu lassen. So, und nun gibt es mit dem Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 einen leistungsstarken ARM-Prozessor für Windows-Rechner. Das sagt zumindest Qualcomm. Mit extremer Performance wird das Ding auf der Qualcomm-Website beworben. Und es ist auch wirklich zurzeit der schnellste Chip für Windows on ARM, aber es gibt halt auch keine ernsthafte Konkurrenz. Ja, Lenovo ThinkPad X13s ist das erste Gerät mit 8cx Gen 3 auf dem Markt. Angekündigt sind aber weitere, unter anderem ein Surface direkt von Microsoft. Das von mir hier getestete X13s ist die Variante mit 5G SIM-Karten-Slot und 32 GB RAM. Das kostet in dieser Konfiguration 2139 Euro. Das günstigste X13s ThinkPad kostet 1719 Euro und hat dann keinen SIM-Slot und nur 16 GB RAM. Das Testgerät hat uns übrigens Lenovo ausgeliehen, danke dafür. Dass das hier kein Billiggerät ist, merkt man wirklich sofort. Schönes Display mit 1920x1200 Pixeln, schönes Gehäuse mit Magnesiumlegierung, wertig anfühlende Tastatur, soweit alles gut. Und auch beim ersten Rumfummeln in Windows gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass hier nicht das normale Windows läuft, sondern die Windows on ARM Variante. Das steht auch nicht in den Versionshinweisen drin, man sieht es tatsächlich nur, wenn man auf System und dann Info geht. Da steht dann bei Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem ARM-basierter Prozessor. Tatsächlich ist bei Windows seit Windows RT aus dem Jahr 2012 wirklich viel passiert. Bei diesem früheren Windows für ARM-Rechner konnte man zum Beispiel nur Software aus dem damals noch sehr neuen Microsoft Online Store installieren, was bedeutet, dass es sehr, sehr wenig Software dafür gab. Bei dem aktuellen Windows on ARM, gibt es übrigens nur Windows 10 und Windows 11, läuft eine Kompatibilitätsschicht im Hintergrund, ein Emulator sozusagen, der x86 bzw. die 64-Bit-Variante davon
davon, also x64-Code in ARM-Code umwandelt. Das klappt tatsächlich erstmal gut, man kann also problemlos auch sehr unpopuläre Software installieren, zum Beispiel die von mir täglich verwendete Steuersoftware für meine Videolampe. Und auch mit Treibern hatte ich keinerlei Probleme. Alles, was ich an den X13S angeschlossen hatte, ging auf Anhieb. Also externe Festplatte, Audio-Interface, Webcam, alles gut. Aber nachdem ich dann ein bisschen Zeit mit dem Laptop verbracht hatte, fingen die Probleme so langsam an. Zum Beispiel ist Firefox regelmäßig eingefroren, sodass ich das immer wieder neu starten musste. Und das übrigens, obwohl Firefox eine native ARM-Version ist. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich Firefox deinstallieren wollte, also im Programme hinzufügen und entfernen Menü. Da stand dann nämlich AArch64. Das ist der Name für die 64-Bit-Geschmacksrichtung von ARM. Windows ist da wirklich nicht sehr gesprächig. Man darf also nicht erwarten, dass man da automatisch mitbekommt, was da genau passiert auf Systemebene. Jedenfalls bin ich nach den ständigen Firefox-Crashes dann notgedrungen auf den vorinstallierten Edge-Browser umgestiegen, der übrigens auch ARM-nativ ist. Der lief stabil, zeigte mir dafür aber bei jedem neuen Fenster eine Liste mit richtig fiesen Clickbait-Artikeln und Werbung. Ich weiß, man kann das personalisieren, aber ich finde es trotzdem bad, dass das so voreingestellt ist. Gut, also Browser, Office, Teams, das funktioniert alles okay mit dem X13S. Tatsächlich auch gefühlt einigermaßen schwupsig. Und Spiele ohne hohe Hardware-Anforderungen funktionieren auch. Aber schaut man sich die Vergleichsbenchmarks an, die meine CT-Kollegen gemacht haben, sieht man, dass bei der CPU-Leistung, also in Cinebench, und bei der 3D-Leistung, also in 3D Mark TimeSpy, kein einziges Vergleichs-Notebook in der gleichen Preisklasse so schlecht performte. Bei den Cinebench-Multicore-Werten schafften fast alle Geräte mehr als doppelt so viel. Wenn ihr jetzt denkt, ja, okay, Benchmark, Schwanzmarks, ja, habt ihr recht, was zählt, ist die gefühlte Geschwindigkeit und die ist bei Office-Anwendungen und beim Browsen okay. Aber man kauft sich ja vermutlich kein 2000-Euro-Notebook für ein bisschen Word und Browsen, sondern da will man ja womöglich ein bisschen an die High-Performance-Sachen ran, zum Beispiel Videoschnitt. Also mal die Adobe Creative Suite aufmachen. Hä, was? Wieso wird denn da die ganze Software nicht angezeigt? Also zum Beispiel ist hier kein Premiere und auch kein After Effects. Hä, was? Also zum Vergleich, so sieht das auf dem x86-Rechner aus. Ja, und das ist kein Fehler, sondern das ist tatsächlich die Realität. Es gibt lediglich Photoshop und Lightroom als ARM-Version. Die andere Software soll oder kann nicht unter der x86-Emulation laufen und ist deshalb gar nicht erst installierbar hier über die Adobe Creative Suite Abo-Software. Gut, dann probiere ich halt DaVinci Resolve. Das finde ich in einigen Belangen eh besser als Premiere. Tja, das lässt sich zwar installieren, aber nicht starten. Da kommt dann immer diese Fehlermeldung hier. Ich habe dann als allerletzten Versuch das Open Source Videoschnittprogramm Kdenlive installiert. Ja, und das lief zwar, aber mit unseren 3003 4K Videodateien war das so langsam, dass man das nicht benutzen konnte. Immer wenn man irgendwo hinskippen wollte im Videoschnitt, dauerte das mehrere Sekunden, bis sich das Bild aufgebaut hat. Ja, und nach einigen Minuten ist das Kdenlive dann eh komplett gecrashed. Und eine weitere Software, die ich regelmäßig verwende, weigerte sich ebenfalls, und zwar Dropbox. Dropbox hat mir lediglich die Microsoft Store-Version angeboten, die aber nicht viel mehr ist als ein Wrapper der Dropbox-Website. Was ich aber eigentlich will, und das geht wohl den meisten so, eine Dropbox-Systemsoftware, die Ordner automatisch synchronisiert, ohne dass man da irgendwie manuell mit interagieren muss. Aber das kann die armen Dropbox-Version nicht. Ja, und jetzt könnt ihr denken, ja, okay, das ist jetzt kein Leistungsking, das Ding, aber dafür läuft doch der Akku bestimmt ewig. Leider nicht mal das. I want to punch you in the face so bad right now. What? Zwar haben offenbar Software-Updates dafür gesorgt, dass das X13S bei meinen Tests 22 Stunden bei ruhendem Desktop durchhielt. Im Test meiner CT-Kollegen waren es vor ein paar Wochen nur 12 Stunden. Aber auch diese 22 Stunden sind jetzt keine Offenbarung. So schaffte der ebenfalls lüfterlose HP Spectre Folio 13 bei unserem Test 2019 sage und schreibe 40,7 Stunden bei ruhendem Desktop und 100 Candela pro Quadratmeter Bildschirmhelligkeit. Sogar mit kleinerem 47 Wattstunden Akku, das ThinkPad X13S hat 50 Wattstunden. Unser Fazit. Das X13S ist ein super verarbeitetes, sehr leichtes Notebook mit guter Tastatur, feinem Display, alles prima. Aber wenn man mehr machen will als Office und Browsen, liegt man bei dem ARM ThinkPad wirklich falsch. Vor allem, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt, Videoschnittsoftware wie Adobe Premiere und DaVinci Resolve zu nutzen, ist schon ziemlich hart. Und diese Einschränkung gilt Stand heute für alle Windows on ARM Geräte, also auch die, die noch kommen werden.
werden. Das Einzige, was für Windows on ARM spricht, dass die Geräte lüfterlos sind. Tatsächlich ist das X13S das einzige neu vorgestellte Windows-Notebook ohne Lüfter. Ansonsten gibt es nur das MacBook Air. Die Geräteklasse passiv gekühlte Windows-Notebooks war vor ein paar Jahren übrigens noch ein Ding. Da gab es noch Intels Y-Dual-Core-Prozessoren, die auf 4,5 Watt beschränkt waren. Aber das ist leider erstmal vorbei. Mal sehen, ob da nochmal was kommt in der x86-Welt. Und mal sehen, wie es im ARM-Universum weitergeht. Qualcomm hat ja letztes Jahr die Chip-Design-Firma Nuvia gekauft, die von ehemaligen Apple-Ingenieuren gegründet wurde. Nuvia arbeitet an leistungsfähigeren ARM-Chips. Mal sehen, ob das vielleicht doch noch was wird mit ernsthafter x86-Konkurrenz unter Windows. Mit den aktuellen Chips wird das jedenfalls definitiv nichts. Und nochmal was ganz kurz in eigener Sache. CT3003 soll wachsen und deshalb suchen wir Leute, die uns beim Skripten unterstützen können. Falls du dir vorstellen kannst, auf freiberuflicher Basis Skripte für 3003 zu schreiben, wir freuen uns über deine Mail an 3003@ct.de. Tschüss!